Ei, mich hat einmal jemand gefragt, ob ich mit meiner Fingerzickenvorrichtung auch richtig, also breite Bretter und lange Bretter, ob man die in der Länge dann verbinden kann. Ich habe ja schon mal mit der Vorrichtung, ich habe mal so eine Fräserbox gemacht und da habe ich auch so Bretter in der Länge, also verbunden mit Fingerzinken. Allerdings waren die nicht so breit, die habe ich natürlich einmal einspannen können und durchfräsen. Ich zeige es euch mal. Ja, hier bei meiner Fräserbox, ja, da habe ich auch so Nussbaumbretter, und das war glaube ich auch ein, habe ich da auch in der Länge mit meinen Fingerzinken verbunden. Allerdings ist das nur so ein schmales Stück gewesen und das möchte ich jetzt mal probieren mit breiteren Bretter. Ich habe jetzt hier zwei so Kiefernbretter. Gut, ja, die hätte ich jetzt in meine Vorrichtung fast schon in der Breite komplett einspannen können. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, die werden jetzt wesentlich breiter und wesentlich länger. Also die Person, die mich da gefragt hat, ich glaube, die wollte Platten zusammenleimen irgendwie von Breite von ja, 1,60 Meter oder was. Und ich glaube, zwei Bretter mit 2 Meter Länge auf über 4 Meter, also irgendwie 4 Meter zusammenleimen. Wie gesagt, meine sind natürlich jetzt nicht so breit und auch nicht so lang. Aber zum Ausprobieren reicht es aus. Also wir gehen einfach mal davon aus, die werden jetzt breiter und wesentlich länger. Ich fräse mir jetzt Zinken rein mit einer 16 mm Breite. Hier haben wir da so ein Stück runtergeschnitten. Ich muss meine zwei Platten so übereinander jetzt verbinden. Ja, ich tue es bei der Leiste bloß. Ich brauche natürlich jetzt seitlich einen 16 mm Versatz. Also ich lege mal eine Platte bloß drauf, ich habe mir so Leiste geschnitten, die 16 mm breit ist, weil da geht der Wind. Und ja, ich lege mir die etwas drauf, meine Leiste hin, mache die wieder hier bündig. Und natürlich auch vorne bündig. Dass wir die dann auch einigermaßen gerade zusammenkriegen. So. Gut, man könnte die Platte natürlich jetzt, wenn es die länger sind, ja, am besten wären natürlich zwei Holzböcke. Dann könnte man die Platte mit Zwingen zusammenspannen, auf die Holzböcke legen. Aber die habe ich jetzt nicht. Man könnte es natürlich jetzt auch ja, mit Klebeband zusammenkleben, aber die meinen, die sind jetzt ja, ziemlich geworfen. Ich tue die jetzt bloß zusammenschrauben. Also man kann es auch zusammenschrauben, wem die Löcher dann nachher nicht stören in der Platte, man kann es wieder zukitten. Aber das ist jetzt nur ein Test. Also reicht es, wenn ich das bloß einmal zusammenschraube, stören mir die Löcher nicht. Seite passt auch noch. Ich muss natürlich jetzt bei meiner Vorrichtung vorne die ganzen, ja, den Druckbalken oder den Anschlag, die ganzen Schrauben muss ich natürlich jetzt wegbauen. Den brauche ich nicht. Ja, die eine Platte, die habe ich mir mal drauf geschraubt als Opferplatte für meine 13 mm Zinken. Die mache ich jetzt auch weg. Ups. Ja, ich habe mir bei meinem Einspannwinkel mal so Anschlagleiste hingemacht. Ja, die habe ich geschraubt und natürlich auch aufgeklebt. Ja, wenn ich es nicht geklebt hätte oder nicht geleimt, dann hätte ich es jetzt wegschrauben können. Die brauche ich jetzt nicht. Die stört mich natürlich jetzt. Aber ich mache mir jetzt vorne drauf, ja, das ist bloß so eine 12 mm MDF-Platte. Die tue ich mir jetzt bloß vorne drauf schrauben, dass ich dann eine glatte Auflagefläche habe. Dann stört mich die Leiste nicht mehr. Wer natürlich die Vorrichtung jetzt nachgebaut hat oder nachbauen will, ja, der kann die Leiste natürlich zum Zinkenfräsen weglassen, da braucht man es nicht. Ich habe die bloß hingemacht, weil ich ja meinen Einspannwinkel auch für andere Zwecke benutze.
Ich habe jetzt hier meine 16 mm Zinkenschablone. Ja, da bräuchte ich natürlich das Opferbrett jetzt vorne nicht. Also da habe ich als Opferbrett immer die Originalplatte hinten genommen. Ich würde natürlich jetzt so durch meine, die draufgeschraubte Opferplatte durchfräsen. Ich muss mir jetzt meine Schablone weiter nach vorne setzen. Ich habe aber jetzt hinten meinen Anschlag dort, also muss ich die umdrehen. Ja, die drehe ich nur so. Ja, ich kann die an meinem linken Anschlag wieder anliegen lassen. Ja, ich muss die jetzt so versetzen, nach vorne, dass ich bloß in mein vorderes Opferbrett dann reinfräse. Gut festmachen, dass nicht verrutscht. Man könnte es auch wieder draufschrauben, aber ich glaube, der Balken, der reicht aus. Ja, jetzt haben wir eigentlich die Schablone schon vorbereitet. Ich muss jetzt meine Bretter schauen, die muss ich irgendwo einspannen. Die kommt dann so drauf. Gut. Ich muss natürlich jetzt so liegend fräsen. Klar, wenn ich davon ausgehe, die Platte ist 2 Meter lang, brauche ich natürlich jetzt stehend irgendwo einspannen, da braucht man eine Staffelei, dass man hochkommt. Also mache ich das jetzt so, muss natürlich bloß schauen, wo ich die festspanne. Wäre natürlich klar ideal, wenn es 2 Holzböcke. Ja, ich spanne mir meine Platten, die spanne ich mir jetzt bloß mal auf meinen Frästisch fest. Sie nicht verrutschen. Wie gesagt, Holzböcke wären jetzt besser gewesen. Jetzt kommt hier bloß meine Vorrichtung. Wie gesagt, meine Vorrichtung mache ich jetzt nur so drauf. Mache mir meine Zinkenschablone mit dem Oberbrett außen bündig. Das genau bündig ist. Mal schauen, dass es sauber an die Bretter anliegt. Und dann können wir schon fräsen. Ja, ich habe jetzt hier meinen Fräser drin. Ja, mit am Schaft laufenden Kugellager. Wie weit der Fräser jetzt raussteht, das ist jetzt ganz egal. Ja, je weiter ich reinfräse, umso länger werden natürlich die Zinken. Das Kugellager muss natürlich in der Schablone noch laufen. Es darf hinten nicht überstehen. Aber wie gesagt, wenn der Fräser auch länger ist, werden halt auch die Zinken länger. Ich muss natürlich jetzt so fräsen, immer runter rauf. Da muss ich aufpassen, die Teile so entspannt, dass ich hier zum Beispiel nicht bei meinem Frästisch reinfräse. Thank you.
über meine Zinken habe ich jetzt bloß bis hier, bis zur Hälfte von meiner Schablone ungefähr gefräst. Gut, ich könnte natürlich jetzt komplett durchfräsen, meine Schablone würde jetzt für die Bretter reichen. Aber wir gehen jetzt davon aus, meine Schablone wäre jetzt hier Schluss. Ich muss natürlich jetzt versetzen. Müssen wir zuerst wieder losspannen. Ich tue jetzt meine Schablone, versetze jetzt nach rechts. Ich gehe jetzt einfach rüber. Ja, sagen wir, lassen wir noch. Ja, zwei Zinken lasse ich jetzt hier noch frei. Ich nehme bloß wieder mein 16 mm Holzstück und mache das in eine Fräsung rein. Wieder anliegen lassen. Das lasse ich jetzt gleich drin. Können wir die Vorrichtung wieder festspannen. Na gut, zum Einspannen ist natürlich der Frästisch nicht ideal. Ja, und jetzt, ja, jetzt reicht zum Beispiel hier meine Breite von meinem Brett, wird jetzt ausreichen. Ich könnte jetzt weiter fräsen. Das Brett muss ich immer die Schablone so wieder versetzen nach rechts, bis mir halt meine Schablone mit meiner Brettbreite ausreicht. Eine Pause machen. Ja, die Fräse so halten ist natürlich anstrengender, als wenn man es nur oben drauf legen muss und führen. Ja, jetzt waren wir eh schon durch. Ja, jetzt spannen wir es mal aus und dann schauen wir, ob das passt, ob es funktioniert hat. Schauen wir mal, die Zinken passen. Ja, ganz, ganz kleine. Sehen wir es. Ganz, ganz kleine Spaltmaße habe ich drin. Aber ich denke mal, die macht der Leim zu. Und wenn es dann verschliffen ist, wir können sie mal zusammenleimen. Ja, zum Zusammenleimen schraube ich es mir bloß wieder so zusammen, wie es war. Ist einfacher zum Einstreichen. Eigentlich ist das jetzt Leimverschwendung. Aber ich will ja sehen, wie es aussieht, wenn es verschliffen oder verleimt und verschliffen ist. Und wie es dann auch hält. Haben wir überall genug Leim, ja, müsste passen. Gut, zweit.
Ja, wenn man jetzt so eine Platte hat, ist natürlich jetzt schlecht zum Verspannen. Also bei meiner Länge könnt ihr natürlich lange zwingen nehmen, es wird gehen. Aber wenn man jetzt so zwei Bretter mit 2 Meter Länge verbinden möchte, sind natürlich schlecht zum Zusammenspannen. Ich würde mir dann einfach hier oben, einmal hier und hier so Leisten drauf spannen mit Zwinge. Unten dasselbe und dann so verspannen dann mit den Leisten. Aber das mache ich jetzt nicht, ich lasse jetzt so. Ich denke mal, das wird auch ausreichen. Es kommt natürlich immer darauf an, für was man die Platten braucht. Ob das wirklich eine richtig saubere Fläche sein soll, dann könnte man es verspannen. Aber ich lasse jetzt so einfach nur zusammengeklopft. Und das lasse ich jetzt mal trocknen. Dann schauen wir mal, wenn es verschliffen ist, wie es aussieht. Ist jetzt verlängt in der Länge. Ich weiß, ob man es sieht. Hier geht es rüber. Und ich finde, das ist jetzt ein super Ergebnis geworden. Und das ganz ohne zum Verspannen. Also ich habe es nur gelenkt und zusammengesteckt. Richtig schön wäre das natürlich jetzt, wenn es jetzt 2 verschiedene Holzarten wären, ein helles und dunkles, so wie bei meiner Fräserbox. Dann würde es richtig toll ausschauen. Also man kann ja so Fingerzinken, kann man es auch für sowas hernehmen, um Bretter zu verlängern. Muss nicht immer so Eckverbindung sein. Das geht natürlich jetzt mit meinem, ich nenne es jetzt Einspannwinkel, geht es natürlich jetzt auch mit der Zinkenschablone. Gut, wie stabil es ist, ich möchte jetzt keinen Bruchtest machen. Ich habe das jetzt gerade einmal, ich glaube halbe, dreiviertel Stunde habe ich das jetzt trocknen lassen. Und das bei der Kälte. Ich denke, wenn ich richtig drücke, wird es auseinander gehen. Aber glaubt es mir, wenn das mal richtig ausgekettet ist, dann hält es. Und da ist egal, wie lang das Brett dann ist, kann man die verbinden. Jetzt versucht es das einmal mit der Vorrichtung von Guido hin. Kann schon x-mal umsetzen. Gut, das war's wieder mit dem Video. Bedanken wir fürs Zuschauen und wir sehen uns zu meinem nächsten Projekt. Ja, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Es ist ja bald der Jahreswechsel. Also ich wünsche allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich ein erfolgreiches und gesundes 2021. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder.